Dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und heute wieder ein spektakuläres Event um 13 Uhr, Verfallstermin, dreifacher Hexensabbat. Da könnte es durchaus noch mal zu der einen oder anderen Bewegung kommen. Aber die alles entscheidende Frage ist, wie könnte es möglicherweise nach dem Verfallstermin weitergehen? Also schaffen wir es, wie wir es bereits gestern soweit besprochen haben, dass diese lang anhaltende Seitwärtsbewegung möglicherweise nach oben ausgebrochen wird? Fragezeichen, das werden wir gleich noch mal hier bei uns im Chart etwas genauer besprechen und vor allem aber auch die Argumente bringen von unserer Seite aus, warum wir noch weiterhin sehr optimistisch sind. Dann zwei spannende Aktien. Es geht zum einen um die Nordex. Ist die Nordex jetzt auf diesem aktuellen Niveau ein Kauf oder beziehungsweise doch ein Verkauf? Und last but not least, unser Zertifikate-Trade des Tages. Hierbei geht es dann heute explizit darum, die Zalando mal etwas genauer zu untersuchen, die ja schon jetzt während der Gesundheitskrise sehr, sehr stark daran profitieren konnte, ist auch gerade dabei, neue Rekordhochs soweit auszudehnen. Lasst uns da am besten mal direkt einen Blick auf den Chart werfen. Wir haben schon gestern bei uns hier in unserem täglichen Börsen-Livestream um 14.15 Uhr unter heavytraders.live gestern darauf hingewiesen, ja, es gefällt uns relativ gut. Wir müssen einfach aus mehreren Aspekten, zum einen aus der charttechnischen Situation, dass wir nach wie vor sowohl aus dem kurzfristigen Verlauf und auch aus dem mittelfristigen Verlauf weiterhin aufwärts gerichtet sind. Ja, wir sind noch in einer sogenannten Seitwärtsbewegung, die durchaus beide Seiten mitbringen kann. Zum einen, dass wir halt tendenziell nach unten wegbrechen könnten. Das hat nun mal so, eine Seitwärtsbewegung an sich. Aber auch zusätzlich sind die Chancen relativ gut, dass wir auch nach oben ausbrechen. Warum sind wir noch weiterhin optimistisch? Ganz klar, dass wir verstärkt sehen, dass viele starke Aktien weiterhin ihre Kaufsignale liefern. Wir haben mit unter anderem auch im Automobilsektor, wir reden hier von einer Volkswagen, wir reden von einer Daimler, aber auch eine BMW, eine Siemens, eine SAP, eine Linde. Wenn man sich da mal so den einzelnen Chartverlauf anschaut, dann deutet das eher darauf hin, dass diese Seitwärtsbewegung nach oben hin aufgelöst ist. Last but not least, warum wir auch entsprechend gestern ja hier für unsere Zuschauer und auch die Plus-Mitglieder optimistisch einen DAX-Call soweit aufgenommen haben als Team Trade, ist, dass wir ganz klar gesagt haben, und da müssen wir halt natürlich auch unsere Meinung an der Börse auch soweit platzieren. Solange wir grundsätzlich über der 12.825 sind, also auf Schlusskursbasis, sehen wir da einfach keinen Anlass im Moment, da irgendwie kritisch an die Sache ranzugehen. Es wird also auf jeden Fall sehr spannend in der kommenden Woche sein, nach diesem Verfallstermin. Wir haben ja große Events gehabt, nicht nur den Verfallstermin, wir haben die Notenbanksitzung gehabt und so weiter. Das ist jetzt erstmal alles soweit vom Tisch. Jetzt nähern wir uns auch noch dem Wahltermin, 3. November, wo wir möglicherweise noch sehr viele positive Impulse bekommen könnten. Der DAX selbst steht jetzt knapp bei 13.230 und von daher bleiben wir auch weiterhin optimistisch. Wie eingangs bereits soweit erwähnt, es geht also um die Nordex-Aktie. Der eine oder andere Zuschauer, der hier in unserem Börsenformat regelmäßig um 14.15 Uhr live mit dabei ist und auch hier reinschaltet. Wir haben ja schon vor einiger Zeit einen sogenannten Team Trade hier eröffnet. Das Zertifikat selbst ist jetzt hier zwischenzeitlich knapp 22% im Plus. Wir haben ja auch Argumente damals mit auf den Weg gebracht, auch aus den letzten Quartalszahlen, die rausgekommen sind, aber auch die Analysten-Einschätzung und Heraufstufung dieser Aktie. Und da haben wir tatsächlich heute erst einmal so das erste Ziel soweit angesteuert und das ist tatsächlich so um der Marke knapp bei 12,20 Euro. Das tatsächliche Hoch lag heute so knapp bei 12,16 Euro, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Aber kurzfristig halten wir das Potenzial noch weiterhin für möglich, dass wir halt diese 12,20 Euro sind. Da möchten wir uns auch gar nicht so weit streiten. Deswegen ist natürlich die Frage Kauf oder Verkauf. Für diejenigen, die drin sind, die den Teamtrade hier mit begleitet haben, wollen wir heute noch mal näher darauf eingehen, ob wir Nordex verkaufen oder sogar übergeordnet sogar noch das zweite Kursziel. Und da reichen auch noch sowohl aus der Charttechnik und aus den Analysten Heraufstufung die Ziele zwischen 13 und teilweise 13,50 Euro. Was hat also mit unter anderem die Nordex heute tatsächlich so ein bisschen beflügelt? Das ist zum einen die News, die rausgekommen ist, dass Nordex einen Auftrag bekommen hat aus den USA in Texas, praktisch
meines Erachtens nach, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 64, 65 Turbinen in einer Windkraftanlage zu bauen. Und das sollte dann halt im nächsten Jahr, glaube ich, September 2021 soweit erfolgen und aber auch gleichzeitig soweit ans Netz angeschlossen werden. Das heißt also, hier ist sehr viel Potenzial und auch Kursfantasie mit drin, dass wenn jetzt natürlich USA, also Amerika, weiterhin Aufträge an Nordex erteilt, durchaus das Potenzial besitzt, dass wir auch hier mit diesem Trend weiterhin nach oben ausdehnen. Also auch hier nochmal unbedingt reinschalten, damit wir euch da informieren, ob wir drinnen bleiben oder den Stop anpassen, beziehungsweise unsere persönlichen Gewinnziele auch weiter nach oben setzen. Das heutige Thema ist die Zalando. Das wird ein neuer Kandidat sein, den wir hier aufnehmen wollen. Der ist jetzt im Moment als Kandidat für die Watchlist, wenn man so möchte. Wir haben jetzt entsprechend hier oben einen sehr schönen Ausbruch im oberen Bereich gesehen. Und das ist so die Marke, roundabout knapp bei 74,60 Euro. Aktuell stehen wir knapp bei 76,50 Euro. Zalando ist natürlich ein absoluter Profiteur dieser Gesundheitskrise. Das Online-Shopping ist stärker gesucht. Man ist natürlich inzwischen auch daran gewöhnt, im Online-Bereich auch sich mal umzuschauen, welche Produkte so angeboten werden. Zalando hat ja auch sehr vieles umstrukturiert in den vergangenen Jahren, wenn man so möchte, um einfach da weiterhin wettbewerbsfähig zu sein gegenüber den großen Online-Shop-Anbietern, wie es beispielsweise Amazon der Fall ist. Und deswegen gibt es hier so gewisse Kernbereiche, wo sie sich spezialisiert haben in puncto Mode und Schmuck und auch Bekleidung, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Und von daher scheint das so im Moment zu sein, dass Zalando einfach da den richtigen Kurs im Moment eingeschlagen hat. Es gibt aber auch zusätzlich von der Warburg Research ein Kursziel, was hier angehoben worden ist, von zuvor 85 auf 89. Also da ist auf jeden Fall Potenzial mit drin. Und wir selbst von Heavy Traders finden die Aktie ebenfalls auch sehr spannend und durchaus auch weiterhin mit Wachstumschancen auf der Oberseite. Es gibt aber auch noch eine weitere Analystenheraufstufung, und zwar von Goldman Sachs. Das war schon etwas vor einiger Zeit gewesen. Da wurde das Kursziel auf 71 Euro praktisch angehoben und jetzt zusätzlich nochmal erhöht auf 87 Euro. Und das sind natürlich schon gute, Aktiengewinne, die man hier begleitend mit einem Zertifikat mit auf den Weg bringen kann. So viel erstmal aus der charttechnischen Situation. Und deswegen wollen wir das Ganze nochmal etwas näher besprechen. Wann wäre die Nordex ein Verkauf und wann ist Zalando Einkauf? Das besprechen wir dann um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Kostenfrei registrieren, live mit dabei sein und alle Informationen bringen wir dann auf den Punkt um 14.15 Uhr. In diesem Sinne, wir zählen auf euch. Bis gleich.